Sollte irgendjemand nicht wissen, dass J.J. Abrams' Star Trek Into Darkness in 3D produziert wurde, zeigen es einem schon die Logos am Anfang des Films ziemlich deutlich. Dann beginnt der Film wie jede Runde Temple Run, als Kirk und Bones aus irgendeinem Tempel laufen, verfolgt von irgendwelchen Pappmaché-Eingeborenen, die ein kleines bisschen so aussehen wie der Stamm, mit dem Ace Ventura schon einmal zu tun hatte. Die lassen sich allerdings dann im Endeffekt sogar recht einfach von ihrer Verfolgung abbringen, indem sie einfach im Wald irgendwo eine Papyrusrolle nach unten ziehen und das scheinbar irgendwie eine Art Gebetsmühle ist und sich alle sofort davor verneigen müssen. Shikaka. Ganz ehrlich, bei so einem Plotpoint liegt die Betonung da sicher nicht auf She. Der Wald sieht übrigens aus wie aus The House of Flying Daggers im Rotlichtmilieu und Kirk und McCoy springen dann, während die Eingeborenen auf dem Planeten mit dem Beten beschäftigt sind, ins Wasser, wo sie unter Wasser die Enterprise geparkt haben. Ich weiß jetzt nicht, ich kann mir nur vorstellen, beim Auto ist Wasser im Vergaser nicht wirklich gut für die Lauffähigkeit. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das bei einem Raumschiff vielleicht noch eher ist, weil Autos möglicherweise öfter mit Wasser in Berührung kommen als Raumschiffe. Aber fein, die Enterprise ist perfekt wasserdicht, ja, und ihr Antrieb funktioniert auch unter Wasser, glaube ich alles wahnsinnig gerne. Sollte irgendein Trekkie sich gerade dieses Video ansehen und das tatsächlich erklären können, wieso die Enterprise auch unter Wasser funktioniert, bitte hier sind die Kommentare, ich würde es ernsthaft wirklich gerne wissen. Trotzdem muss ich zugeben, gibt es da nicht irgendwie so einen Grundsatz, dass andere Kulturen die Enterprise nicht sehen dürfen? Aber dazu kommen wir dann später noch mehr. Spock übrigens versucht in der Zwischenzeit einen aktiven Vulkan aufzuhalten, der droht, den ganzen Planeten und diese Zivilisation auszulöschen. Er ist mit irgendeiner Bombe im Vulkan drinnen, umgeben von heißer Lava. Natürlich überlebt er das ohne Probleme, aber normalerweise, so wie in Resident Evil, wird das Ganze ja gar nicht erklärt, aber da erfahren wir zumindest, Spocks Anzug kann die Hitze abhalten. Ja klar, 600 Grad heiße Luft, kein Problem, ich habe einen Anzug an. Naja, ist ja auch egal. In der letzten Sekunde können sie ihn letztendlich natürlich wieder aus dem Vulkan auf die Enterprise beamen. Die Bombe detoniert, deaktiviert den Vulkan, der Planet ist gerettet, die Mission ist erfolgreich und wir haben unsere obligatorische 10 Minuten lange Intro-Mission erledigt und sehen dann in der nächsten Szene Charles Xaviers Spital für alle Fälle, die sogar Dr. House eine Nummer zu hoch sind. Da schwebt irgendein Mädchen in Lebensgefahr, der Vater ist ganz traurig, bis er von einer Stimme aus dem Off davon überzeugt werde, dass ihm geholfen werden kann. Die Stimme aus dem Off gehört Sherlock Holmes, der irgendwie eine Bluttransfusion durchführt und damit dafür sorgen kann, dass das kleine Mädchen überlebt. Hat allerdings seinen Preis, weil der Vater muss dann in einer weiteren Szene in irgendeinen unterirdischen Hangar gehen und sich dort selbst in die Luft sprengen, indem er ein Glas Wasser nimmt und irgendeinen speziellen Ring, den er wahrscheinlich von Benedict Cumberbatch bekommen hat, ins Wasser werfen. Das löst dann eine Reaktion aus und sprengt das Ganze in die Luft. Dieser Hangar, so wie er eigentlich für mich ausschaut, The Hunger Games, ist entweder ein Archiv oder irgendeine geheime Waffenstation, wird im Film gerne als verschiedene Sachen angesprochen, muss allerdings trotzdem sagen, ein unterirdischer Hangar könnte so ungefähr das Unpraktischste sein, was ich mir jetzt so spontan vorstellen kann. Kirk bekommt übrigens für die Intro-Mission von seinem Vorgesetzten noch mächtig eine am Deckel, denn die Crew der Enterprise darf nur beobachten und hätte eigentlich gar nicht eingreifen bzw. den Vulkan aufhalten dürfen. Außerdem war es eher suboptimal, dass diese primitive Zivilisation, das ist übrigens nicht meine Formulierung, sondern die des Films, die Enterprise gesehen hat und dass Kirk bei seinem Missionsbericht gelogen hat, hat ihm jetzt auch nicht unbedingt den schlanksten Fuß gemacht, muss man zugeben, aber Spock, das logische Wesen, das nur jedes Mal zuschlägt, wenn jemand sagt, dein Mutter ist kein Vulkan, ja, der schafft es dann allerdings sogar, dass er seinen Freund Kirk hintergeht und natürlich den Missionsbericht richtigstellen muss und ihn anschwärzen bei der Sternenflotte, weswegen Kirk seine Enterprise wieder verliert. Und ich kann bereits jetzt eines garantieren, der Film läuft ungefähr 15 Minuten und Kirk wird sicher nie wieder Captain der Enterprise. Kirk wird die Enterprise nie wieder sehen, er wird sie sicher gar nicht wieder betreten, er wird nie wieder
Captain, weil wenn die Sternenflotte einen irgendwann einmal feuert, dann ist das sicher endgültig. Kirk wird nie, wie lange dauert's? Oh, 10 Minuten. Passt, wunderbar. Also haben wir wieder quasi die typische Szene. Du bist nicht mehr Captain. Oh, das ist passiert. Du bist wieder Captain. Genauso wie es scheinbar auch in The Dark Knight Rises notwendig war. Ich will nicht mehr Batman sein. Ich will nicht mehr Batman sein. Was, da rennt irgendein Typ herum, dessen Stimme man überhaupt nicht versteht, mit einer relativ hübschen Sidekick-Dame? Batman! Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir danach in der nächsten Szene Kirk wieder in einer Bar. Ist ganz was Neues. Und da taucht dann sein Admiral, sein Vorgesetzter Pike wieder auf und meint: Erinnerst du dich noch, als ich dich aufgelesen habe? Du hattest Taschentücher in der Nase. Und Kirk meint dann drauf, es war ein guter Kampf. Zwei Kleinigkeiten. Erstens, es war kein guter Kampf. Kirk war in der Szene ungefähr so brauchbar wie ein Sandsack neben einem Boxring. Außerdem hatte Kirk die Taschentücher erst in der Nase, nachdem Pike aufgetaucht ist. Haha, macht ja nichts. Sie werden dann im Endeffekt zu irgendeiner Besprechung gerufen, wo sie von der ganzen Explosion in diesem Archiv, Waffenlager, Hangar getroffen werden. Denn Pike, der jetzt wieder das Kommando über die Enterprise hat... Hat er sein rotes Shirt zumindest mit? Naja, auf jeden Fall hat er, Kirk, denjenigen, der jetzt wirklich endgültig scheinbar gefeuert wurde von der Sternenflotte. Aber ganz im Ernst, wer war davon überrascht? Kirk war derjenige, der bei seinem Eignungstest betrogen hat, indem er das System gehackt hat. Wie konnte da irgendjemand bei der Sternenflotte nicht annehmen, dass er irgendwann einmal auch die erstbeste sich bietende Gelegenheit nützen würde, um irgendwelche Missionsberichte zu fälschen? Aber macht ja nichts, nachdem die Sternenflotte so einen Zorn auf Kirk hat, dass sie ihm die Enterprise wegnehmen, dass sie ihn von all seinen wichtigen Funktionen entheben, haben sie es offensichtlich auch zugelassen, dass Pike ihn wieder zu seinem ersten Offizier ernennen kann. Deswegen sitzen jetzt scheinbar Kirk und Spock gemeinsam mit vielen anderen wichtigen Leuten gemeinsam in diesem wichtigen Besprechungsraum und erfahren dann dort, wer offensichtlich für diese Explosion verantwortlich ist, nämlich John Harrison. Offensichtlich dürfte derjenige, der Star Trek Into Darkness geschrieben hat, kein großer Beatles-Fan sein, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, dass Benedict Cumberbatchs Name eine Mischung aus John Lennon und George Harrison sein musste. Macht ja auch nichts. Auf jeden Fall erkennt Kirk in dem Raum genau in der letzten Minute, dass dieser Anschlag auf Archivwaffenlager Hangar in Wirklichkeit nur eine Ablenkungsaktion war und dass das, was Harrison wirklich wollte, genau dieses Meeting ist, was jetzt abgehalten wird. Und genau in dieser Sekunde kommt dann Harrison auch schon mit irgendeinem Shuttle und eröffnet das Feuer auf den Besprechungsraum. Muss mich allerdings an der Stelle nur eines fragen. Wenn die Sternenflotte in so einem Fall irgendwelche Top-Secret-Meetings abhält, woher weiß Harrison davon? Gut, das wird dann später erklärt, weil Harrison früher selber bei der Sternenflotte war. Aber ganz ehrlich, wieso macht man solche Meetings in einem Raum, der ganz einfach von draußen zu erreichen ist und nicht in irgendeinem abgesicherten Bunker oder sonst irgendwas? Weil die Möglichkeit, dass irgendjemand die fast komplette Sternenflottenführungsetage mit einem Schlag ausrotten will, ist jetzt sicher nichts, woran nur einer gedacht hat. Nicht, dass vielleicht irgendwann einmal ein paar Romulaner und Klingonenschiffe auch noch dort vorbeidüsen könnten. Und wenn dass so ein ganz wichtiges Gebäude ist, wo solche ganz wichtigen Meetings abgehalten werden, ist es für mich dann irgendwie auch komisch, dass es da nicht irgendeine Gebäude-Security gibt, mit möglicherweise Selbstschussanlagen, die vielleicht sich nähernde Shuttles oder zumindest sich nähernde Shuttles, die das Feuer eröffnen, vom Himmel holt, beziehungsweise irgendjemanden, der unten am Boden sitzt, vielleicht in irgendeinem kleinen Portierskabäuschen und nach oben schaut und sieht, that's unusual. Nein, nichts! Die werden einfach von diesem Shuttle überrascht. Das Shuttle eröffnet das Feuer. Und natürlich zahlen im Endeffekt alle drauf, die in diesem Raum sind, bis auf drei wichtige Ausnahmen. Und natürlich auch Pike. Aber ich muss echt zugeben, also Pikes Rolle und vor allem der Schauspieler, der Pike gespielt hat, hat seinen Job fantastisch gemacht. Und
Da sieht man dann, auch wenn Pike in Into Darkness nur so wenig Screentime bis jetzt hatte, hat sein Tod wirklich eine Wirkung, weil vor allem der Vorgänger die Beziehung zwischen Pike und Kirk richtig gut aufgebaut hat und vor allem, dass der Schauspieler eben, der Pike spielt, eine fantastische Leistung macht und zumindest dem Zuschauer seinen Charakter eigentlich immer sympathisch und nachvollziehbar erscheinen hat lassen. Kirk ist letztendlich übrigens neben Lieutenant Frank Drebin der Einzige, der es schafft, irgendjemanden mit einem Feuerwehrschlauch aus dem Weg zu räumen, denn anders als in Stirb langsam 5, wo Helikopterpiloten so blöd sind und einfach freiwillig ins Gebäude hineinfliegen, muss er jetzt diesen Feuerwehrschlauch aus der Wand nehmen, wirft sie in die Turbine von diesem Shuttle, bringt das Shuttle damit zum Absturz, aber natürlich kann Benedict Cumberbatch noch rechtzeitig entkommen und schafft es dann wieder wegzukommen. Im Endeffekt haben dann überlebt Admiral Marcus, gespielt von Peter Weller, Spock und Kirk. Also mit einem Wort, es haben Spock und Kirk überlebt und derjenige, der als Plot-Device dafür sorgen muss, dass Kirk wieder offiziell Captain der Enterprise wird. Wow, das hat echt wahnsinnig lang gedauert, bis Kirk wieder Captain der Enterprise war. Wie wär's? Eine kleine Sache. Die Sternenflotte könnte ihre Verluste in den eigenen Reihen ganz leicht minimieren. Sie braucht nur das Kommando nicht mehr Kirk wegnehmen, weil mittlerweile muss es ja schon aufgefallen sein, dass alle, die in der Hierarchie über irgendeinem Kirk stehen, keine allzu hohe Lebenserwartung haben. Aber macht ja auch nichts. Kirk bekommt von Admiral Marcus eine ganz einfache Mission. Er soll Harrison nachfliegen, ihn töten und wieder zurückfliegen. Etwas, das Spock logischerweise nicht begrüßt, ohne Gerichtsverhandlung und sonst irgendwas. Auf jeden Fall adaptiert Kirk dann letztendlich die Mission. Sie fliegen nämlich zu Kronos, zum Heimatplaneten der Klingonen, wo es vielleicht möglicherweise generell keine so gute Idee ist, einfach Torpedos draufzuschießen. Sie bekommen nämlich sogar Spezialtorpedos für die Mission, die Scotty nicht unterschreiben, für die Scotty nicht unterschreiben möchte und deswegen die Mission sogar verlässt. Aber leider in der Nähe vom Klingonenplaneten geht ihnen der Sprit aus und der Antrieb wird kaputt, sonst irgendwas, und sie bleiben dann dort stecken. Letztendlich adaptiert Kirk dann so die Mission, dass sie sich den Klingonen unauffällig nähern, keinen Krieg provozieren und Harrison an Bord bringen und zur Erde zurückbringen, damit der dort seine faire Gerichtsverhandlung bekommt. Ja, wird sicher sehr fair, aber ganz ehrlich, der Sternenflotte würde ich sogar noch zutrauen, dass sie sogar Harrison in dem Fall noch eine faire Verhandlung zukommen lassen, wenn sie schon im ersten Teil komplett drauf vergessen haben, dass sie Kirk vielleicht auch noch irgendeine Gerichtsverhandlung umhängen hätten sollen wegen Betrügen beim Test und so weiter. Aber das ist jetzt wirklich mittlerweile offiziell vergessen. Sie machen sich's natürlich nicht einfach, weil ich muss ja zugeben, die Mission, die ihnen Marcus vorgeschrieben hat, hinfliegen, 72 Mal auf Enter drücken und wieder wegfliegen, ist ja so kompliziert. Da bringt's natürlich mehr, mit einem klingonischen Sprachexperten auf den Planeten zu gehen, dort gegen eine Rasse, die der menschlichen Rasse nicht gerade freundlich gegenübersteht, zu kämpfen, dann dort irgendeinen Gefangenen zu extrahieren und den wieder aufs Schiff zu bringen, der natürlich wahnsinnig gefährlich ist, mit diesem gefährlichen Gefangenen natürlich ohne irgendwelche Zwischenfälle zu erwarten, zurück auf die Erde zu fliegen, wo ihn keiner sehen will, wo der direkte Vorgesetzte, der vorher gesagt hat, sie sollen ihn nicht auf die Erde zurückbringen, sondern umbringen, ich kann nicht einmal mehr reden, keine Luft kriege ich. Anyways, irgendwie macht Kirks neuer Plan mäßig Sinn, könnte man in dem Zusammenhang fast sagen, aber schauen wir mal, Kirk, Spock und Uhura werden jetzt mittlerweile zum Außenteam. Keine gute Idee irgendwie, wenn Kirk doch weiß, dass sich Spock und Uhura mittlerweile streiten, aber er musste sie quasi offiziell mitnehmen, weil Uhura die Klingonisch-Expertin ist. Aber ich muss zugeben, wenn sich die dann mit dem Shuttle auf Kronos miteinander streiten, ist es schon fast herzig, wenn Uhura Spock damit beleidigt, dass er gefühllos ist. Naja, es kommt danach ein emotionaler Moment von Spock über seinen fast Tod vorher, den Verlust von seinem Heimatplaneten, den Tod von Pike und so weiter. Sulu ist währenddessen Kirks Vertretung auf der Enterprise, der funkt Harrison an und hält dort eine bedrohliche Rede, die wirklich extrem cool gelungen ist. Auf dem Klingonenplanet gibt's dann eine Verfolgungsjagd, die ein kleines bisschen erinnert an die Schützengraben-Szene aus Star Wars. Nein, warte, erinnert nicht ein kleines bisschen an die Schützengraben-Szene. Das ist die Schützengraben-Szene aus Star Wars, inklusive dem Teil, wo es dann plötzlich ganz eng wird, sie das Schiff hochkant stellen müssen und so durchfliegen. Am Ende wird das Außenteam aber dann trotzdem gefangen genommen. Irgendwie
trotzdem eine wahnsinnig coole Szene, nur dass es solche Action-Szenen in Science-Fiction-Filmen momentan sehr häufig gibt. Ich erinnere nur an Oblivion mit Tom Cruise. Auf jeden Fall redet dann Uhura mit den Klingonen, versucht irgendwie zu vermitteln, die interessiert das Problem der Menschen, aber ehrlich gesagt nur marginal. Als der Klingone Uhura dann wirkt, taucht Harrison plötzlich mit irgendeiner überdimensionierten Schusswaffe auf. Es folgt eine geniale, dynamische, schnelle, großartig inszenierte Actionszene, eine Schießerei zwischen Harrison, unserem Außenteam und den Klingonen. Am Ende von der Szene ergibt sich dann Harrison, nachdem ihm Kirk erklärt hat, dass sie 72 Torpedos auf ihn gerichtet haben. Und ganz ehrlich, wir haben am Anfang vielleicht 5 bis 10 von den Teilen gesehen. Ich weiß nicht so ganz, wo Platz ist für die ganzen anderen. Aber macht ja nichts. Generell muss ich zugeben, dass Kirk nicht sofort Verdacht schöpft bei der Tatsache, dass es generell kein gutes Zeichen ist, wenn sich irgendwelche Bösewichter bei der Hälfte des Films ergeben. Naja, Harrison landet dann im Endeffekt auf der Enterprise, wird dort in eine Zelle gesperrt, wo offensichtlich hinter ihm der Hell 9000 in der Wand eingebracht wurde. Und Cumberbatch ist in der Rolle, muss ich sagen, echt großartig. Er hat so eine kalte, berechnende Art. Er spielt die Rolle hervorragend. Irgendwie erinnert mich sein stoisches Auftreten ein kleines bisschen an eine Mischung aus Michael Fassbender in Prometheus und Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer, mit der einzigen Ausnahme, dass er halt nicht von Chianti und Fava-Bohnen, sondern von tiefgefrorenen Menschen in Torpedos spricht, was allerdings auch irgendwie interessant ist, weil das wäre vielleicht auch eine nette Rezeptidee. Frozen Human. Keine Ahnung, wie das schmecken soll. Dann beim ersten Machtkampf zwischen Cumberbatch und Chris Pine als James T. Kirk merken wir allerdings eines: Cumberbatch ist der bessere Schauspieler, und zwar mit Abstand. Pine hat in der Szene immer einen relativ interessanten Blick, weil er mit ziemlich weit offenen Augen und etwas nach unten nur einfach in die Zelle schaut und während halt Cumberbatch seinen Monolog hält. Man merkt Pine wirklich an, dass er extrem versucht, mit Cumberbatch mitzuhalten, dass er auch trotzdem wirklich gut ist in der Szene. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Chris Pine die Szene schlecht macht, aber man merkt trotzdem einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Schauspielern. Harrison meint nämlich zu James T. Kirk, sie sollen die Torpedos untersuchen. Das tun sie allerdings, weil es ihnen zu gefährlich ist, nicht direkt auf dem Schiff, sondern auf irgendeinem naheliegenden Planeten. Dort fliegen dann McCoy und die neue Wissenschaftsexpertin hin mit einem Shuttle, bauen diesen Torpedo 5 Meter neben dem Shuttle auf und versuchen ihn dort zu öffnen und zu entschärfen. Wäre es irgendwie möglich, dass man den so weit davon wegbringt, dass ein etwaiger Sprengradius nicht auch gleich das Shuttle vernichten würde? Wobei, wenn ich das Ganze jetzt richtig noch einmal durchdenke, wenn die Bombe hochgeht, braucht das Shuttle eh niemand. Also macht's ja eigentlich auch gar nichts, dass es dann dort ist. Macht ja auch wieder nichts. McCoys Hand wird irgendwie eingeklemmt bei dem Versuch, den Torpedo zu öffnen. Die neue Wissenschaftlerin kann's damit entschärfen, indem sie einfach irgendeinen Teil mit den Kabeln rausreißt, anstatt irgendeines durchzuschneiden. Und in dem Torpedo finden sie dann einen 300 Jahre alten Mensch. Harrison hält daraufhin wieder einen langen und großartigen Monolog und offenbart, dass sein wahrer Name Khan ist. Wie gesagt, selbst ich, der jetzt nicht das Star Trek Franchise in- und auswendig kennt, erinnert sich noch an Star Trek 2, die Rache des Khan, und vor allem an William Shatners großartiges Khan! Und irgendwie befürchte ich, dass wir das auch dann in Into Darkness wiedersehen, wobei, jetzt ehrlich sagen muss, J.J. Abrams erster Star Trek Film ging einen eigenen Weg, und jetzt soll der zweite Teil quasi ein quasi Remake von Star Trek 2, denn das passt mir irgendwie dann auch nicht wieder so ganz ins Konzept, aber macht ja nichts. Wir haben ja noch eine Chance. Khan erklärt, dass er von der Sternenflotte gefeuert wurde und dass sein Vorgesetzter, also der Vorgesetzte von Kirk, in Wirklichkeit nur eine Mission haben will, um einen Krieg gegen die Klingonen anzuzetteln, den er bereits seit langem in Wirklichkeit will. Die Leute in den Torpedos sind in Wirklichkeit Khans Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, quasi Supermenschen, die durch etwas Eis besiegt wurden.
Aha, gut. Hätte ich mir irgendwie anders erwartet von einer Gruppe von Leuten, die Fausthiebe einstecken, wie Mückenstiche. Khan und seine Crew wurden vor über 300 Jahren eingefroren. Admiral Marcus, Peter Weller eben, hat Khan aufgedeckt, um ihn dazu missbrauchen, Waffen für ihn zu designen, weil er sonst seine Crew töten würde. Khan hat deswegen seine komplette Crew am sichersten Ort versteckt, den er sich vorstellen konnte. In Torpedos. Aha. Und außerdem, wie hat er es geschafft, die Leute dort unbemerkt reinzubringen? Weil ich kann mir irgendwie vorstellen, wenn sogar die Leute, die Tony Stark in Iron Man gefangen nehmen, ihn überwachen bei dem, was er tut, dass sogar ein Peter Weller das tun würde, wenn er irgendeinen genetisch manipulierten Supersoldaten, der nach 300 Jahren Eisdasein auftaut und gegen seinen Willen dazu zwingt, für ihn zu arbeiten, möglicherweise nicht 100% vertraut, aber macht ja nichts. Der Vorgesetzte, der übrigens im Endeffekt genauso gut von Lance Henriksen gespielt hätte werden können, kommt und will Khan haben. Scannt das Schiff, es gibt irgendwie eine Unterhaltung per Funk, die aber scheinbar in der gesamten Enterprise übertragen wird, weil man Peter Wellers Stimme nicht nur auf der Brücke, sondern auch in der Gefängniszelle noch hören kann. Ist ja klar, wozu gibt's Top-Secret-Informationen, wenn wir die auch unseren politischen Gefangenen im Endeffekt zuspielen. Die Handlung wird momentan, muss ich zugeben, ehrlich gesagt, richtig spannend, weil Kirk gibt natürlich Khan nicht her, schickt das Schiff in Warp-Geschwindigkeit, will Richtung Erde, aber Peter Weller fährt ihnen nach, schießt auf das Schiff, und dadurch haben wir jetzt mittlerweile einen echten Konflikt, netterweise, weil Kirk hin und her gerissen ist. Khan erzählt ihm, dass Peter Weller in Wirklichkeit der Bösewicht ist, der irgendwelche negativen Interessen verfolgt, und Peter Weller erzählt ihm genau dasselbe über Khan. Und Kirk steht genau dazwischen, weiß wahrscheinlich nicht wirklich, was er selber glauben soll, wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, jeder, der Feuer auf mein Schiff eröffnet, ist möglicherweise nicht mein bester Freund. Es gibt eine wahnsinnig coole Szene, muss man zugeben, wo Peter Weller meint, er wird jetzt das Schiff zerstören. Dann stellt sich die neue Wissenschaftlerin hin und meint, ich bin deine Tochter, du musst das tun mit mir an Bord. Er meint drauf, nope, beamt sie weg. Kirk steht dann da. Oh, no. Und damit kann er mehr oder weniger wieder dafür sorgen, dass die Enterprise zu Emmentaler verarbeitet wird, aber er macht seine Waffen scharf, kann sie nicht abfeuern, weil Scotty auf dem Schiff ist und die Waffen manipuliert hat. Bitte was? Ja. Nur damit wir das richtig verstehen. Khan hat vorher irgendwelche Koordinaten durchgegeben, die dann Kirk an Scotty weitergegeben hat, damit Scotty halt herausfindet, was dort ist. Diese Koordinaten waren das Schiff von Peter Weller, wo Scotty dann dran arbeiten konnte, die Waffen zu deaktivieren. Und scheinbar funktioniert der Funkcomputer von Peter Wellers Schiff genauso wie der der Enterprise, dass irgendwelche wichtigen Informationen im ganzen Schiff verteilt sind, weil sonst hätte Scotty ja im Maschinenraum nie feststellen können, warum er eigentlich auf diesem Schiff ist, was dieses Schiff eigentlich mit der Enterprise macht und was eigentlich seine Mission dort ist. Nur muss ich irgendwie zugeben, dass ich das Vorhandensein der Koordinaten in Khans Kopf nicht so ganz verstehen kann, weil Khan gibt diese Koordinaten noch, als das Schiff vor ihnen steht. Dann zischen sie in den Warp-Speed Richtung Erde, das andere Schiff fliegt ihnen nach, feuert auf sie, kann sie stellen, und Cumberbatch soll vorher schon gewusst haben, genau wo das Schiff stehen bleibt, genau wo sie landen, nur dass er dann dort Scotty hinbeamen kann, und wenn das Schiff letztendlich nicht dort gewesen wäre, wäre Scotty irgendwie in der Luft geschwebt, ich weiß es nicht, macht jetzt nicht irgendwie ganz so viel Sinn, aber die Rettungsmission für Scotty ist dann noch besser, weil Kirk wendet sich an seinen neuen besten Freund Khan. Super Idee, mit den Gefangenen zusammenzuarbeiten, aber gut, muss man zugeben, Khan hat Kirk zumindest in der letzten Zeit mehr Anlass zu gegeben, ihm zu vertrauen als Peter Weller. Scotty sorgt dann dafür, dass die Tür im Hangar aufgeht. Dann werden Kirk und Khan in eine Freefall-Sequenz geschossen, müssen dort irgendwie Weltallmüll ausweichen, was uns wahrscheinlich alle relativ stark an Dead Space 2 erinnert. Relativ cool finde ich genau die Szene, wo dann Scotty von einem Typen von
Peter Wellers Schiff konfrontiert wird, der ihn töten möchte, Scotty im letzten Moment natürlich diese Luke öffnet, dann der Typ, der ihn bedroht, nach draußen geschossen wird und unsere beiden Leute nach drinnen, damit sie dann dort Scotty retten können. Spock führt in der Zwischenzeit eine Unterhaltung mit dem alten Spock, der ihm erklärt, dass Khan extrem gefährlich ist. Was für eine Untertreibung, muss man fast sagen, für das, was Spock und Khan mittlerweile schon miteinander dann erlebt haben im zweiten Teil des Originalfilm-Franchise. Und dass Khan um jeden Preis besiegt werden muss. Das Außenteam kommt zur Brücke, Kirk lässt Scotty dann noch Khan betäuben, aber der übersteht das problemlos. Kirk will dann den Admiral festnehmen, der allerdings dann von Khan getötet wird, so ähnlich wie in Alien Resurrection. Khan geht zu Marcus hin, drückt seinen Kopf zusammen und irgendwann einmal geht's dann leise und dezent, PG-13 tauglich, knack! Und das war's mit Peter Weller. Das Außenteam und die Tochter des Admirals werden zurückgebracht im Austausch für Khans Crew. Khan möchte nämlich dann die ganzen Torpedos zurückhaben. Die bekommt er auch allerdings ohne die gefrorenen Menschen drinnen und außerdem scharf gemacht. Yay! Super Villain Fail! Ganz ehrlich, welcher Super Villain ist so doof und meint, hey, könntet ihr so nett sein und mir 72 hochgefährliche Torpedos, die ich selbst entwickelt habe, in mein Schiff hinüberbeamen? Aber bitte tut mir einen Gefallen, macht sie vorher nicht scharf, okay? Und dann kommen sie an und dann, ach nee, wumm. Naja, auf jeden Fall sind beide Schiffe mittlerweile extrem stark beschädigt. Was ich mich aber irgendwie wundere, ist, wieso hat die Crew der Enterprise vorher die ganzen Supersoldaten, die ganze Crew von Khan ausgebaut aus den Torpedos, abgesehen davon, dass ich das für relativ viel Arbeit halte bei 72 Torpedos und für irgendwie eine Schwierigkeit, sie so aufzuheben, dass sie nicht auftauen und möglicherweise für eine Randale sorgen auf der Enterprise, ist es doch irgendwie bei Supersoldaten im Ausmaß von Khan möglicherweise für die Sternenflotte kein großer Verlust, wenn die pulverisiert irgendwo im Weltall herumschweben. Nein, sie mussten sie extra retten, schicken die Torpedos hin und irgendwie hat da, finde ich, Khan keine wirklich gute Arbeit geleistet bei den Torpedos, wenn 72 Stück in der Lagerhalle nicht ein Schiff vernichten können. Nein, beide Schiffe sind nur stark genug beschädigt, um letztendlich abzustürzen. Wie die Enterprise abstürzt, finde ich echt cool. Wir sehen, wie Kirk und Scotty durch die Gänge laufen, dann teilweise an den Seitenwänden laufen, weil sich die Enterprise eben immer dreht. Das Ganze könnte ein bisschen erinnern an die Gravitationsumkehrszenen aus Total Recall, nur mit mehr Sinn. Sie laufen an der Wand, sie laufen dann bei irgendwelchen so kleinen Gängen entlang. Dann allerdings dreht sich die Enterprise wieder, sie landen auf dem Geländer, dann hängen sie noch ganz in der letzten Sekunde und natürlich ist dann plötzlich Chekhov da und kann sie retten, bevor sie abstürzen, was für mich dann wieder so ein Moment ist, wo J.J. Abrams wieder ein bisschen auf die bekannten Klischees zurückfällt und ehrlich gesagt sich teilweise, finde ich, schon unter seinem Wert und auch unter dem Wert von dem Film verkauft, weil während die Story von Star Trek Into Darkness meiner Meinung nach generell wirklich hervorragend gelungen ist, sind es gerade solche Szenen und solche Klischee-Dröhnungen, die der Film in Wirklichkeit nicht notwendig gehabt hätte und wo man vielleicht etwas besser, innovativer und weniger berechenbar vorgehen hätte können. Kirk kann letztendlich sogar noch den Antrieb der Enterprise reparieren. Wir sehen, wie sie eigentlich auf die Erde stürzen würde mit der klassischen klischeehaften Aufnahme, wo das Schiff durch die Wolken bricht und während wir dann schon erwarten, 23, 24, Ken? There was supposed to be an earth-shattering kaboom. Nein, kein Kaboom. Die, Enterprise hebt's dann wieder aus den Wolken, sie fliegt wieder weg vom Planeten, muss aber zugeben, dass diese brennende, zerstörte, beschädigte Enterprise echt cool aussieht. Das Einzige, was natürlich tragisch ist, ist dadurch, dass Kirk eigenhändig diesen Warp-Antrieb reparieren hat müssen, er sich irgendeiner starken Strahlung ausgesetzt hat und die bekannte Szene aus Die Rache des Khan
wieder dargestellt wird. Nur diesmal mit umgekehrten Rollen, warum auch immer. Diesmal ist es Kirk, der hinter der Glaswand sitzt und kontaminiert ist. Und Spock auf der anderen Seite. Die Szene geht so weit, dass sie teilweise Zeile für Zeile und Wort für Wort genau den Dialog aus dem Originalfilm nachstellt, was mich persönlich jetzt nicht ganz so sehr stört, weil ich den alten Film nicht ganz so auswendig kenne, wie wahrscheinlich viele andere und mir der Dialog an sich nicht so bekannt ist in dem Ausmaß. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn der Dialog einem wirklich bekannt ist, wenn man den Film wirklich oft gesehen hat, dass es dann doch schon irgendwie komisch wirkt, wenn man genau dieselben Worte noch einmal hört, nur mit umgekehrten Rollen. Und es geht sogar so weit, dass Spock dann am Ende noch Kahn schreit, was irgendwie unnötig ist. Man kann sagen, es ist eine interessante Art, ein interessanter Zugang von den Drehbuchautoren, diese Szene in dem Ausmaß nachzustellen. Aber es war absolut unnötig, muss ich zugeben. Und es ist irgendwie eine Art, den Gräuel von irgendwelchen Fanboys auf sich zu ziehen, das man ganz leicht hätte vermeiden können. Kahns Schiff stürzt dann ab in Future San Francisco, räumt dabei zahlreiche Wolkenkratzer nieder wie Sledgehammer auf Hochtouren und sorgt für etwas mehr Kollateralschaden als alle drei Transformers-Filme zusammen. Die Menschen auf der Erde nehmen das Ganze übrigens relativ gelassen, zeigen sich außerdem noch ziemlich überrascht von dem abstürzenden Schiff. Nicht, dass man vielleicht den Absturz schon seit Minuten sieht, beziehungsweise die beiden vor der Erde stehenden, kämpfenden, sich beschießenden Schiffe ansatzweise sehen hätte können. Außer natürlich, der Film will uns einreden, dass die Wolkendecke, durch die die Enterprise vorher durchgebrochen ist, so dick ist, dass die Menschen keine Chance gehabt hätten, die beiden Schiffe zu sehen. Selbst da kann man in der Zukunft anmerken, dass bei irgendeiner anderen Stadt in der Nähe möglicherweise keine Wolken sind und im Internet mittlerweile schon 500 Millionen Videos und Fotos von diesen Schiffen aufgetaucht sind. Aber macht ja nichts. Kirks Schiff, Kahns Schiff fährt auf jeden Fall mitten in die Stadt, räumt die halbe Stadt nieder. Kahn überlebt das unbeschadet. Spock verfolgt ihn. Es gibt einen Kampf auf einem fliegenden Shuttle, ähnlich wie in das fünfte Element fast, wo sie sogar von Shuttle zu Shuttle springen in der Luft, ist ja klar. Kahn kann sogar Spocks Schlafgriff im Endeffekt überstehen. Und das Einzige, was ihn in der Szene dann im Endeffekt ausschalten kann, ist, dass sich Uhura nach drunten beamt und Kahn mit diesem Phaser betäubt. Wir haben ja vorher gesehen, dass Scotty es nicht geschafft hat, Kahn damit zu betäuben, weil der nur einmal abgefeuert hat. Deswegen feuert jetzt Uhura 8-mal oder so und das bringt dann natürlich wesentlich mehr. Die Crew behandelt unterdessen Kirk, sie frieren ihn ein, brauchen aber Kahn lebendig, weil nur er Kirk helfen kann. Ja, wieso er das soll, ist eine andere Frage, aber gut, sie brauchen ja in Wirklichkeit eh nur sein Blut. Nachdem sie Kahn beseitigt haben, können sie ihn aufs Schiff zurückbringen und dann dort irgendeine Behandlung machen. Nehme ich an, weil nach der Szene, als Uhura Kahn betäubt, sehen wir eigentlich sofort wieder, dass Kirk aufwacht und noch ein bisschen groggy ist. Interessant, irgendwie habe ich das Gefühl, da am Ende des Films fehlen ein paar Szenen. Aber man muss zugeben, die Szene wurde außerdem noch so offensichtlich aufgebaut, weil wir vorher gesehen haben, dass McCoy mit irgendeinem Vieh herum experimentiert und das gar nicht in die Handlung passt. Ähnlich wie Chekhovs Waffe gibt es jetzt dann McCoys Nagetier, ich weiß es nicht. Nach seinem Aufwachen hält dann Kirk noch irgendwie eine große Rede. Die Enterprise bricht auf ihr bekanntes 5-Jahres-Abenteuer auf. Wir hören die bekannten Worte aus dem Titelvorspann und damit verabschiedet sich der Film auch in den Abspann. Und ich muss jetzt eines zugeben, Star Trek Into Darkness, ich finde den Film nach wie vor noch sehr gut. Er hat seine Stärken, er hat meiner Meinung nach sogar seine Momente und Szenen, die deutlich besser und cooler sind als im ersten Teil, weil er einfach grundsätzlich wesentlich größer, lauter und explosiver ist, hat allerdings dafür bei der Handlung einen deutlichen Rückschritt unternommen. Was mich bei dem Film am meisten gestört hat, sind die letzten 20 Minuten. Gar nicht so sehr diese bekannte Glasfenster-Szene zwischen Kirk und Spock. Die, muss man zugeben, glaube ich, die am meisten diskutierte Szene aus dem ganzen Film ist. Mit der kann ich noch am ehesten leben. Das, was mich persönlich am meisten gestört hat, ist die Tatsache, wie
Na, oft schnell das Ende des Films wirkt. Ich weiß nicht, da gibt's die Kampfszene, die Verfolgungsjagd zwischen Spock und Khan. Dann wird Khan betäubt, dann ist plötzlich Kirk wiederbelebt, was... Ja, und dann hält er die Rede und dann ist alles vorbei und Khan wird tiefgefroren. Warum sie ihn einfrieren, ist eine andere Sache. Irgendwie habe ich am Ende des Films das Gefühl, dass da ein paar Szenen fehlen, dass da nicht alles so gut durchdacht ist, wie es, finde ich, eigentlich hätte sein sollen. Muss auch zugeben, dass für einen Film, der Into Darkness heißt, man nicht wahnsinnig viel Dunkelheit sieht. Ich meine, ihr wisst, dass das Ganze nur einen Witz aufbauen soll. Da wäre dann nämlich der Untertitel für andere Filme passender gewesen, wie Aliens vs. Predator 2 Into Darkness. Ich freue mich schon auf den Film Aliens vs. Predator 3. Turn the goddamn light on. Naja, Paramount übrigens wollte, dass der Film in 3D gedreht wurde. J.J. Abrams wollte ihn im IMAX-Format drehen und deswegen gab es den Kompromiss, dass er letztendlich in 2D IMAX gedreht wurde und dann nachträglich auf 3D konvertiert wurde. Der Verlierer dieser Auseinandersetzung ist wie immer der Zuschauer. Man muss allerdings sagen, dass die konvertierte Fassung von Star Trek Into Darkness deutlich besser aussieht als andere aktuelle 3D-Konvertierungen wie beispielsweise Iron Man 3. Wen man bei Star Trek Into Darkness noch besonders positiv hervorheben muss, finde ich, ist Benedict Cumberbatch, der seine Rolle als Khan absolut fantastisch spielt. Er ownt und dominiert jede Szene, in der er zu sehen ist, hat eine Screenpräsenz, komischerweise irgendwie zwischen Joker, Hannibal Lecter und Jack Torrance aus Shining, was auch das Konzept für den Charakter ist, wie J.J. Abrams selbst gesagt hat. Cumberbatch übrigens war sich seines Talents, muss man zugeben, sehr sicher. Er hat nämlich sein Screen-Test-Video mit einem iPhone in der Küche von einem Freund aufgenommen und... er hat die Rolle trotzdem bekommen. Irgendwie muss ich aber trotzdem sagen, Star Trek Into Darkness ist ein Film, der seine Schwächen hat, der wahrscheinlich einige Fans deutlich mehr ärgern wird als der erste Teil, aber war trotzdem ein Film, der mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen hat und der für mich vor allem eine gute, kontinuierliche Fortsetzung des ersten Teils darstellt. Bevor wir jetzt dann zur abschließenden Wertung kommen, noch ganz kurz der Hinweis. Ich weiß, der Film heißt Star Trek 2, der Zorn des Khan und nicht die Rache des Khan. Sorry, da habe ich mich vorher versprochen. J.J. Abrams Star Trek Into Darkness ist eine großartige Fortsetzung von Abrams eigenem ersten Teil. Die Handlung wird gekonnt weitergesponnen, der Film ist lauter, bombastischer, explosiver und noch dynamischer und actionorientierter als der erste Teil, genau wie man sich eine moderne Fortsetzung eigentlich vorstellen würde. Der Cast des ersten Teils kehrt vollständig zurück, ist nach wie vor großartig, aber derjenige, der den Film klar dominiert, ist Benedict Cumberbatch als Khan, der den Bösewicht fantastisch spielt und wirklich jede Szene dominiert, in der er zu sehen ist. Soweit sogar, dass Chris Pine neben ihm mehr untergeht als Zachary Quinto neben Leonard Nimoy und trotzdem aber noch eine hervorragende Performance abliefert, muss man auch sagen. Trotzdem muss ich sagen, dass Star Trek Into Darkness einige Star Trek-Fans wahrscheinlich mehr verärgern wird als der erste Teil, weil sich J.J. Abrams dazu entschlossen hat, einige Ideen und ganze Szenen aus Star Trek 2, der Zorn des Khan, zu übernehmen, inklusive dem bekannten Dialog zwischen Spock und Kirk, was, finde ich, einfach nicht notwendig ist. Der Film hätte an vielen Stellen da noch einen eher eigenen Weg gehen können. Gegen Ende macht der Film für mich einen ziemlich oft schnell inszenierten Eindruck. Teilweise habe ich in den letzten 10 Minuten des Films auch das Gefühl, dass da einzelne Szenen bzw. Sequenzen fehlen, weil einfach nur relativ schnell Szenen aneinandergereiht werden und irgendwie alles so flott zum Abschluss gebracht wird. Trotz seiner Schwächen ist Star Trek Into Darkness, finde ich, ein hervorragender Film und einer, den sich Science-Fiction-Fans und Star Trek-Fans gleichermaßen anschauen müssen. Alle, die J.J. Abrams ersten Star Trek Film mochten, werden sich auch bei dem wirklich zu Hause fühlen.